Also wie aus dem Titel schon herauslesen könnt, geht es heute um ein Tutorial für Brillenträger. Ihr könnt natürlich diesen Look auch tragen, wenn ihr jetzt keine Brille habt. Es ist einfach wirklich ein schönes Augen-Make-up. Grundsätzlich gilt, es gibt Brillen für Weitsichtige und Kurzsichtige. Wenn ihr weitsichtig seid, dann wirken eure Augen hinter den Brillengläsern riesig. Ja? Und dann gilt die Technik: Augen verschmälern, Augen in die Länge ziehen, die ihr in meinem 2-in-1-Video sehen könnt. Genau die andere Technik gilt, wenn ihr so wie ich kurzsichtig seid, dann wirken eure Augen hinter den Brillengläsern sehr, sehr viel kleiner. Und zum Beispiel bei mir ist, ich habe 7,5 Dioptrien, also eh extrem. Wenn ihr zum Beispiel den Unterschied da sehen könnt, so schaue ich ohne Brille aus und so mit. Also ich glaube, man sieht auch da, dass meine Augen wirklich um einiges kleiner sind. Ja, also ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, wenn man sich denkt, ich muss meine Augen eigentlich gar nicht schminken, weil es schaut eh niemand drauf, weil ich habe ja Brillengläser. Manchmal ist es aber genau umgekehrt, dass gerade da die Aufmerksamkeit auf eure Augen gezogen wird. Deswegen dürft ihr eure Augen auf keinen Fall vergessen, auch wenn ihr sie nur ein bisschen betont, aber sie auf keinen Fall ganz in den Hintergrund stellen lassen. Sehr wichtig auf jeden Fall für Leute, die weitsichtig sind, also wo die Augen größer sind, euren Concealer nicht vergessen. Die Augenringe wirken so, so viel größer einfach. Also auf jeden Fall sehr viel Concealer drauf. Das ist bei Kurzsichtigen, sage ich mal wieder, das Glück. Ich trage oft meine Brille, wenn meine Augenringe überdimensional schrecklich sind. Weil meine Augenringe sehr, sehr viel weniger schlimm ausschauen, wenn ich ein Brillenglas trage. Also wenn ich meine Brille trage. Also wenn euch jetzt interessiert, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran und viel Spaß beim Video. Grundsätzlich verwende ich jetzt wieder diese Technik eben, wie man die Augen größer machen lässt, durch was ihr in diesem 2-in-1-Video gesehen habt. Und ich trage jetzt einfach wieder eine hellere Farbe auf meinem beweglichen Lid auf. Und dann nehme ich eben wieder eine dunklere Farbe und mache eben wieder dieselbe Technik, dass ich gerade ausschaue und dann die Farbe nur in die Lidfalte auftrage. Und ich mache diesen Schritt aber nicht sehr intensiv, weil ich will auch auf jeden Fall vermeiden, dass diese Farbe über den Brillenrand hinausgeht. Weil ich mag es nicht wirklich, wenn man diesen über den Brillenrand eben noch so irgendwie so ein bisschen Lidschatten sieht. Das gefällt mir persönlich einfach nicht so gut. Und jetzt halte ich das Augen-Make-up immer nicht so natürlich wie möglich, vor allem hier oben eben. Und schau einfach nur, dass ich das Auge ein bisschen größer mache. Und dann verwende ich noch einen weißen Kajal in meiner Wasserlinie, was ich bei Brillenträgern, eben bei kurzsichtigen Brillenträgern, wirklich sehr, sehr wichtig finde. Und der nächste Schritt wäre jetzt optional. Und zwar kommt es mir immer so vor, wenn man Brillengläser trägt, dass man selber dahinter irgendwie verschwindet. Vor allem die Augen. Also vor allem bei Leuten, die kurzsichtig sind, so wie ich. Deswegen verwende ich gerne einen farbigen Kajal dann noch auf meinem unteren Wimpernkranz, damit man diesen, keine Ahnung, damit es noch ein bisschen interessanter wirkt einfach, weil dann schaut man auch noch viel eher hin. Ich verwende für diesen Schritt jetzt die Farbe Go Wild von den Essence Long Wear Eye Pencils, glaube ich, heißen die. Und arbeite die jetzt in den unteren Wimpernkranz ein. Das Einzige, was jetzt dann noch fehlt, ist einfach die oberen Wimpern zu tuschen. Die unteren Wimpern tusche ich in dem Fall jetzt gar nicht, damit die Farbe, damit dieses Pink sehr gut raus, einfach die beste Möglichkeit hat, gut rauszukommen. So, und das wäre jetzt mal das fertige Augen-Make-up. Auf den Wangen würde ich einfach irgendwie einen sehr frischen. Wenn jetzt zum Beispiel dadurch meine Augen, ach, ich sehe es jetzt gar nicht, aber eben da, sie sind ein bisschen so rötlich, von daher trage ich wahnsinnig gern Rouge mit meinen Brillengläsern, weil das immer total gut zusammenpasst. Und sehr gern einfach nur ein Lipgloss. Das wäre jetzt eben mal der Tages-Make-up, was ich mit meinen Brillengläsern tragen würde. Fortge-Make-up kommt dann auch noch. Aber das ist einfach wirklich wichtig, dass man, obwohl man Brillengläser trägt, nicht vergisst, die Augen zu schminken. Ich hoffe, euch hat das Tutorial weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao!